Einen wunderschönen. Ich bin wieder alleine unterwegs. Also eigentlich bin ich mit meiner Freundin unterwegs. Wir sind nämlich gerade so ein bisschen Urlaub, ein bisschen im Harz. Und ja, wie ihr schon hinter mir sehen könnt, ein ehemaliges Ferienheim, glaube ich, war das. Müsste ich nochmal nachlesen. Kann ich euch dann noch, können wir dann nochmal reinschreiben auch. Ja, der Robert ist nicht dabei, der ist zu Hause, der muss arbeiten und ja, ich habe halt Urlaub. Und ich dachte mir aber, ich will trotzdem irgendwas mitnehmen und eigentlich wäre gestern geplant gewesen, eine alte Heilstätte mitzunehmen, aber weil wir gestern dann doch einen ganzen Tag auf dem Brocken unterwegs waren, war das halt nun mal nicht möglich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Der Brocken war sehr interessant, kann ich euch empfehlen. Auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Wie gesagt, sieht riesig aus. Mal gucken, der Wind ist recht doll, vielleicht können wir es mit der Drohne abfliegen, müssen wir gucken, ich habe sie bei. Aber ich kann nichts versprechen. Bis später. So, na denn, wollen wir mal hinein in das gute alte Gebäude. Wahrscheinlich alter Festsaal. Das sieht doch aus wie eine Bühne dorthin. Und hier hat es tropft überall runter. Der Rest Schnee schmilzt. Oh. Scheint wie eine Essensausgabe oder Tränkeausgabe oder sowas. Oh, weil hier war dann nämlich die alte Küche. Ist auch sehr windig und ganz schön kalt. Ja, aber wie ihr sehen könnt, die Küche wurde auch schon komplett demoliert. Alles gefühlt mehr oder weniger abgerissen. Wie man sowas auch immer schafft, Respekt. Oh. So wie es aussieht. Da auch noch mal ein Aufzug. Vielleicht ging es nach oben, vielleicht ging es nach unten. Mal sehen. Jo, dann gehen wir mal ein bisschen weiter gucken. Ja, das sieht aus wie alte Kühlkammern. Das könnten tatsächlich auch welche gewesen sein. Auch noch mal eine gewesen sein. Hier ist ein alter Kochstuhl. Oh, sieht gut aus, das ist da unten. Dann ist er unten. Hier geht es noch runter. Ihr könnt da mal kurz rausgucken. Oh, da drüben wohnen noch Leute, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber auf jeden Fall seht ihr da jetzt noch weiter. Hier sind wahrscheinlich noch so einzelne Räume gewesen, wo sie vielleicht was gelagert haben. Da geht es anscheinend noch hoch. Oh, da war auch noch mal wie ein Lagerraum anscheinend. Wahrscheinlich waren das so für personalmäßige Sachen. Oh, und hier werden sie wahrscheinlich immer ein Theaterstück oder so für was gespielt haben. Wenn halt wie so ein Heim war. Mal einen Riesenraum. Oh, hier geht's.
oben. Hier geht's nach unten. Hier war anscheinend auch nochmal wie ein kleinerer Aufzug. Ist auch sehr weit runter. Oh nein, nach oben geht's nicht weiter. Was ist das hier für ein Raum? Hauptschalter. Ja, vielleicht für den Gang hier war das hier über uns. So, wir sind gerade eine Etage tiefer gegangen, aber war jetzt nicht so interessant. Jetzt sieht es so aus, als würden wir uns in den Kellerbereich begeben. Also, naja, vielleicht Art Keller, weil da ist schon wieder eine Tür zum Rausgehen. Also, keine Ahnung, was sieht jetzt hinaus. Wir sagen jetzt einfach mal die unterste Etage, weil, ja, da geht es runter zum Keller. Aber die Räume sind ja alle gleich. Da sieht man jetzt nichts groß Bezauberndes. Das sind alles immer wieder die gleichen Räume, die wiederholen sich nur. Auf jeden Fall cool, dass man die Wärter auch mal gemalt hat. Respekt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir nochmal ganz, ganz oben. Im Keller war ich, aber naja, war jetzt nicht so spannend. Ich weiß, Robert wäre wieder mit euch im Keller komplett rumgekrochen. Ich bin nicht so. Ich hoffe, wenn er nicht dabei ist. Ja. Kann man gerade sehen. Ah. Zwei Lüftungsschächte. Ja, draußen ging. Ah, das sind ja auch bloß zwei Räume. Und hier ist es auch bloß ein großer Raum. Also ist jetzt nicht mehr so spannend. So, da sind wir wieder vorne. Da war ja gerade der große Saal. Und dann werden wir nach oben gehen. Schöne, coole alte Treppen auf jeden Fall. So ein Bauhuden. Ah, seht ihr? Jetzt denn wie? Oh, konnte man denn runter gucken? Dann konnten wir von hier aus auch irgendwas spielen. Und jemand sagte sich lustigerweise. Also sonst meint ihr dann mal, aber den könnt ihr gerade nicht sehen. Weil ich komme auch gerade nicht an meiner Taschenlampe ran. Weil ich habe gerade noch meine Kamera in der Hand. Ja. Und hier wird er wahrscheinlich wie so ein. Naja, ich vermute jetzt mal. Aufenthaltsraum gewesen sein, schätze ich mal, wo die Kinder oder was auch immer, was hier so gesessen hat oder war, sich aufhalten konnten. Ach, ich denke, da drüben sogar irgendwo. Da hängt ein Schuh. Über am Bauch. Respekt. Anscheinend kann man von da oben auch noch rausgehen. Aufs Dach. Das werde ich mir noch mal genauer angucken. Jo, und vor irgendwo da so steht mein Auto. Ja, dann gehen wir mal schon wieder rein, weil es ganz schön windig. So, wir sind in der zweiten Etage. Sieht eigentlich nicht anders aus wie die erste Etage. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist das Dach. Hier kann man rausgehen. Jo, schon Wahnsinn. Aber ich habe auch gerade schon was anderes gesehen, weil ich war nämlich mal schon ein bisschen schneller und habe schon mal Bilder gemacht und meine Freundin ist auch schon vorgegangen. Komm saufen und leg dich flach, steht da oben übrigens. Auch sehr lustig. Ja, und zwar, wie ihr sehen könnt, geht's da lang übelst weit. Und das sieht auch richtig cool aus, weil das wie so ein geschwungener Bogen ist. Wahrscheinlich geht's hier lang zu den, ja, ich denke mal Zimmern, das ist komplett schon überflutet. Also das war dann ein sehr, sehr kleines Zimmer, würde ich mal sagen. Das nächste. Also ja, anscheinend sind die immer wieder so ein bisschen gleich aufgebaut. Ist auch wieder so. Ich denke mal, das wird ja jetzt auch immer so weitergehen erstmal. Kann ich auch mal kurz die Schuhe nachgeben.
wie ihr sehen könnt, geht es hier so einmal am Balkon lang. Aber da möchte ich jetzt nicht rausgehen, weil meine guten Schuhe möchte ich jetzt mir ja nicht versauen. Ja, wenn irgendwas Interessantes nochmal kommt, hole ich euch nochmal wieder. Ja, dann bis später erstmal. So, wir waren in der Mitte-Etage durch. Ja, was soll ich euch sagen? Ne? Das sind halt alles stinknormale Zimmer. Sind alle gefühlt gleich aufgebaut. Ach, jetzt gehen wir noch nach oben. Gucken wir uns noch die letzte Etage an. Aber da, wie ihr sehen könnt, ne? Derselbe Bogen. Und hier nochmal so ein Gang, wo man wahrscheinlich früher sitzen konnte oder sowas. Und ja. Ja, hier waren anscheinend die Heizungsrohre hinter versteckt. Ja. Aber was ich gerade sehe, was sehr gut ist, sehr geil aussieht, ist doch mal tatsächlich. So sieht das alles nochmal aus. Ja, und dann komme ich gleich nochmal ins Rechner, mal ich mache nochmal schnell ein paar Flieke her. So, das war's von uns. Wir sind soweit durch. Ja, wie gesagt, Räume waren jetzt bei dem anderen Gebäude alle gleich gewesen. Ja, denkt daran, abonnieren, liken, Glocke an. Alles, was geht. Und damit, wenn wir wieder neue Videos posten, ihr die sofort sehen könnt. Joa, ich sag mal schöne Grüße von Robert. Und ja, bis dann. Ciao.